Moin moin, liebe Leute, sagt Grüß auf YouTube zu einer neuen Folge und moin moin, liebe Twitch-Zuschauer, schön, dass ihr noch da seid zu unserer Spritzenmission. Ja, generell Missionen, Spritzen und hier anpflanzen und hier unser eigenes Feld anpflanzen mit Soja. Dann haben wir neuerdings seit gestern, vorgestern, wie auch immer, Bienen. Haben die eigentlich einen Spawnpunkt? Jo, haben sie. Sehr gut. Ah ne, die Bienen glaube ich selber nicht. Der Palettenspawn hat einen Spawnpunkt. Und hier haben wir 120 Liter oder 234 Kilo Honig. Ob's blüht auch noch nicht, aber blüht nachher sprunghaft, ne? Gut. Die Gewächshäuser. Und nicht so lange her, da haben wir Wasser aufgefüllt, oder? Oh, 9000 Liter, weil wir viel gespult haben. Aber geht noch. So, genau. Kalender-Giveaway, wie Shelly nochmal gepostet hat, wer noch Tickets gönnen möchte. Kalenderverlosung machen wir dann am Donnerstag. Also Donnerstag Marsch-Info. Wenn ihr die Folge seht, liebe Leute, ist heute Abend, ne? YouTube-mäßig, wenn ihr direkt am Donnerstag schaut, heute Abend wieder Livestream. Erst ein kurzer Überblick von der End of Marsch. Hat Shelly schon was geschafft oder nicht? Man weiß es nicht. Und Kalenderverlosung. So. Ja, werden noch schon ein wenig geworden, oder? Kann das sein? Ja. Die Seemission ist gleich durch. Da sollen wir nochmal Sonnenblumen. Dürfen wir noch Sonnenblumen? Sonnenblumen dürften wir noch. Auf 37 danach, wenn ich das richtig gesehen habe, ist dann da oben über uns. Können wir noch machen, ne? Eine Spritzmission müssen wir eh nach und nach auch abarbeiten. Ja, was gab es bei euch zum Nikolaus? Gab es irgendjemand, hat irgendjemand irgendwas zum Nikolaus gekriegt oder nicht? Schreibt es gerne rein in Chat oder in den Kommentaren gerade. Shelly ist neugierig. Selber Nikolaus hat verteilt und Sprüche gehört. Wie Sprüche gehört. Gab ein paar schöne Lampen, okay. Wie immer nix. Besser weiterfahren. Ich weiß nicht, reichen die Sonnenblumen für das Feld? Gerade so, oder? Dann haben wir dann auch gut genutzt, die Seemaschine, ne? Ja. Ist das die Mission noch nicht angenommen oder was? Nichts mit Soße. Sehr schön. Ein Beckenmann. Ups. Und da haben Sprüche aufgesagt, okay. Bei uns nicht. Warum nicht? Was sagt man denn dafür Sprüche? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also Shelly, das muss Shelly auch einführen, ne? Unsere Kinder nicht einfach so Naschis kriegen, sondern erst muss irgendwie ein Gedicht aufgesagt werden oder was? Dieses lieber guter Weihnachtsmann oder so. Schau mich nicht so böse an. Will auch immer artig sein oder irgendwie so, ne?
Ja. Also die Map, ich weiß gar nicht genau, wie die sich rauszieht. Habe ich auch noch nicht versucht, ob das auf der Marsch nachher genauso aussieht. Da scheint ja irgendwas übergelagert zu sein. Irgendeine XML-Datei oder was weiß ich, also Bodendatei, die sich dann rauszieht und da aktualisiert wird. Aber da selbst das Ganze ja keine interaktive Hintergrund-Fotodatei ist, müsste das also eigentlich normalerweise bei jeder Karte der Fall sein, dass sich das aktualisiert. Nicht überall, ne? Also, ich weiß, also hier. Also hier, ja. Hier habe ich es ja wegge. Ah, das ist dann wahrscheinlich, weil das ist übergelagert. Also es ist wahrscheinlich so, dass es einfach übergelagert ist, die Textur vom Boden. Also sprich die Felddefinition oder so. Die Bodendefinition ist übergelagert. Werde ich aber auch mal testen, demnächst irgendwann. Aber wichtig ist mir jetzt eigentlich diese Definition mit diesem Farmlens. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein generelles Fehlerding ist, dass KI immer automatisch erstmal, ne, auf jedes Feld das gleiche anpflanzt. Ist ja nicht so schön, wo es unterschiedliche KI-Bauern sind und da weiß ich noch nicht genau, wie ich da... Und das wäre ganz schön, weil das auch so ein grundlegendes Ding ist. Dass das läuft. Dass KI unterschiedliche Sachen anpflanzt zum Spielstart. Schwäbisch, Schweizerdeutsch, okay. Ähnlich. So sieht's aus. So, also lieber guter Nikolaus, genau. Hauptsache Naschis. Unser Sohn hätte auch gerne ein bisschen mehr gehabt, ließ er das schon so durchklingen, ne? Also nächstes Jahr am besten gar nichts. Oder nur mini wenig. Da ein bisschen mehr Dankbarkeit auch bei den Kindern wieder mal rumkommt heutzutage. Der wahnsinnig. Danke dir. Ja, vielen Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. Super nice. Danke für den Prime Sub. So, das Feld liegt natürlich in Reichweite, ne, für uns. Am Ende des Jahres. Vielleicht. Unser Holz wird bis dahin nicht so weit gewachsen sein, dass sich das schon lohnt zu fällen. So würde ich die Bäume jetzt nicht wegnehmen. Du kriegst vielleicht 1000er pro Baum und wenn überhaupt vielleicht nur 800. Und das rechnet sich nicht. Die Einsatz wird, diese Sämaschine werde ich sonst auch selten wieder sehen im Einsatz, ne? Von daher ist praktisch. Man kann halt Flüssigdünger noch, ne? Also mit Flüssigdünger könnte man auch gleichzeitig das noch ausbringen. Ist natürlich keine Direktzeit, aber gut. Irgendwas ja immer. Reicht. Soll das auch mal reichen. So, gleich abschließen. Damit wir uns die nächste Spritmission hier sichern können. Das glaube ich, hat sie dann auch genug gearbeitet, ne? Dreimal Spritzmission. Wie sieht unser Umsatz aus hier?
und Dienstleistungsumsatz, also Dezember, Januar, Februar haben wir praktisch weggespult, im März, ne, läuft langsam, aber April wird natürlich noch mal ein Schwung mehr werden. Verkaufen natürlich immer unser Obst und Gemüse. Wir leider natürlich nicht wissen, zu welchen Kursen. Unser Sojafeld ist schön angepflanzt. So, Bäume wachsen, was will man mehr? Sollen wir vielleicht nochmal beim Hühnerstall vorbeigucken und 50 Hühner wieder verkaufen? Und Wasser auffüllen, ne? Machen wir erstmal sauber. Und mit dem fahren wir eh im Wasser, ne? Muss ich überhaupt sauber machen? Nur ein bisschen die Scheiben. So, das reicht schon. Nicht übertreiben. Eingeparkt. Lass mal schon mal schauen. Wo macht das denn eigentlich mehr Sinn? Ich weiß gar nicht, wie oft die denn Eier geben. Ich überlege gerade über den Zeitpunkt der Hühnerverkäufe. Obwohl, die haben sich noch gar nicht vermehrt. Komisch. Oder haben wir so viele verkauft letztes Mal? Oder die waren halt keine in der Reproduktionszeitraum gerade drin, ne? Könnte ich auch sein. Aber sonst überlege ich es ja besser, immer in der zweiten Monatshälfte zu verkaufen, wenn es immer im neuen Monat welche gibt. Weil so haben sie jetzt zumindest noch einen Monat, wo sie jetzt hier Eier legen können. Moin moin. Hätte noch voll ruhig erst leer machen können, ne? Das war ja auch geschickt. Erstmal wieder Wasser auffüllen. Rasende Ente würde nie so schnell fahren in echt. Unrealistisch. So, Prost.
Und ein bisschen mehr Gas geben, ne? Schöne Gewächshäuser auffüllen. Wirkt gleich ganz anders mit den Bäumen im Hintergrund hier, ne? Weiß ich nicht, das habe ich schon länger nicht verfolgt. Also könnte ich dir nicht sagen, ob ja oder nein. Möglich ist es, ne? So, 1284 Lohnzahlung. Es wirkt ja gerade so, als wenn die schon größer ist, würden die Bäume unterschiedlich wachsen, aber das hat wohl eher getäuscht. Fermenter schon mal gut, das freut mich. Ja, war ein schöner Verbesserungsvorschlag auch noch für den Fermenter am Start. Dafür natürlich immer danke. Wird es wahrscheinlich auch nochmal ein Update geben. Aber frage ich mal, ne? Was macht man zuerst, was macht man zuletzt? Danke dir für 3 Monate. Vielen Dank. Support. Danke dir. Vielen Dank, lieben Dank für 3 Monate. Ja, beim Fermenter kann man ein schönes Update eigentlich noch machen. Im Hinblick, dass ein bisschen Gärreste bei rumsuppt, ne? Also eigentlich kommen ja so Sickersäfte, glaube ich, ne? Wenn das so muss man irgendwie so muss man sich das vorstellen, glaube ich, wenn man Silagehaufen aufschüttet und das vor sich hingärt, kommt ja mal so ein bisschen, ne, Pampe dabei rum. Die Pampe könnte man ja als Gärreste nehmen. Hätte man schon mal Gärreste. Dann hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es kein Mist gab bei den Tierstellen. Da habe ich mir selber hier ja auch in den Kommentaren sagen lassen, man müsste wohl selber erst einen Misthaufen in die Nähe platzieren, damit man auch Mist sammelt, ne? Kann das jemand bestätigen? Und moin. Die lasse ich erst einmal, falls, ne, 25 und 36. Und 20 ist da ganz außen, so ein bisschen unförmiges Feld. Zielbearbeitung. Das muss man setzen, ne? Ja. Alle Tiere, die Stroh bekommen, kann man denn, so kann man den Mist sammeln. Hier kommt man auch vielleicht dadurch, wenn wir ein bisschen vorher schon abbiegen. Das ist gut. Bin blockiert. Warum? Was bremst? Mulchen? Wieso Mulchen weg? Kann man noch machen.
Und einer noch. Ja, wenn den Baum wohl nur blöd platziert hat. Oder generell das Gewächshaus, ne? Auf jeden Fall ist es mit Wasser gefüllt. Das ist schon mal gut. Aber ich komme ja nicht weg, ohne immer mehr durchs Feld zu fahren. Sagen mit Pflegebereifung, ne? Aber es hilft uns auch nicht viel, weil der Trailer ja auch schon den ganzen Teil kaputt machen würde. War man so. Nützt ja nichts. Dann kann man übernehmen. Ist ja noch ein weiterfahren sogar, oder? Obwohl, nee, ist egal. Kann besser sogar hier, glaube ich. Mark, Kai, Katie. Moin, moin. Oh. War da irgendwo ein Schild? Hier ist häufig, ne? Immer richtig was los auf der Strecke. Nicht, wo die alle herkommen. Wenn oben direkt der Spawner ist. Aber hier kommen sie echt, ne, wie am Fließband, die Autos. So viele Autos für mich. Also das Feld haben wir noch nicht bearbeitet, oder? Und ich auch gerade, wie komme ich denn überhaupt hin? Einfach nach dem Motto, okay, Zug ist weg. Ja, hinten dran, über die Schienen. Ist schon Schwung. Gehört dir das Feld eigentlich? Welches? Mir gehören nur die Felder am Hof bisher. Das Feld so unförmig ist, denke ich, spritzen wir das erstmal ganz in Ruhe selber. Nicht flügen. Nicht mulchen, nichts. Also nur ansehen nach dem Kalken. Oh, was hatten wir denn gemacht? Nach dem Dreschen hatten wir gekalkt.
Und ich konnte grubbern, ne? Das ging. Weiß nicht, was da noch helfen kann. Im Zweifel nur die Fräse oder wie. Aber Zeit, die rennen schon wieder verrückt. 26 Minuten, unglaublich. Gefühlt gerade erst angefangen, aber gut. Irgendwie sind es wohl doch schon wieder 26 Minuten angeblich laut Zeit. Und die stimmt wohl. Also von daher auf Twitch, kurzer Break, liebe Leute, auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschalten. Heute Abend Livestream, wie gesagt, mit Giveaway, Kalenderverlosung und Infos NF Marsch. Und ansonsten natürlich kommt dann das Ganze als Folge auf YouTube hier am Samstag. Ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ja, würde ich sagen, tschüss.